Hallo liebe Schülerinnen und Schüler. Hallo zusammen. Willkommen bei Kapitel 5.6 Differentialgleichung bei Wachstum. Ja, und zu diesem Kapitel hat der Fenrich versprochen, mal wieder ein richtig tolles Anwendungsbeispiel mitzubringen. Ja, und mein Versprechen löse ich natürlich auch ein. Hier ist es. Ja was? Ein Kackhaufen. Ja, aber das ist, wollen Sie sagen, Differentialgleichungen sind scheiße oder was? Nein, das soll motiviert sein. Sehen Sie doch. Er grinst. Ist doch schön. Ja, okay. Stellen Sie sich mal eine Kläranlage vor. Ich will mir keine Kläranlage. Doch, stellen Sie sich eine Kläranlage vor. Und da ist Kacke drin, also Abwasser. Na gut, am Anfang ist noch kein Abwasser drin. Also auch keine Kacke. Ja gut, die Kacke kommt noch. Also die fließt so richtig rein. Also stellen Sie sich vor, die Kacke fließt da in die Kläranlage rein. 90 Liter, 90 Liter quillt komplett über. Gut, ein bisschen fließt auch immer raus, 6%. Aber 90 Liter fließt Könnten wir vielleicht rein. Einfach zu einer sachlicheren Darstellung gehen? Ach so, sachlich wollen wir es haben. Bisschen weniger bildhaft. Ja, da habe ich auch was vorbereitet. Ist in Ordnung. In ein biologisches Klärbecken, das anfangs nicht verunreinigt ist, laufen pro Minute 90 Liter Abwasser ein. Die momentane Abbaurate des Abwassers in Liter pro Minute beträgt 6% des vorhandenen Abwassers. Ich stelle die Wachstumsgleichung auf. Wie ich gesagt habe. Genau so. Okay. Um jetzt eine Wachstumsgleichung aufstellen zu können, müssen wir erstmal sagen, ob es ein exponentielles oder ein beschränktes Wachstum ist. Ist hier ein bisschen schwierig. Wir müssen mal genau überlegen, was wir haben. Wir wissen, fester Wert, 90 Liter läuft pro Minute rein. Ja. Und ein prozentualer Wert, 6% von dem, was da ist, fließt weg. Also es kommt was rein und es kommt was raus. Okay, jetzt müssen wir überlegen. Wenn eine bestimmte Menge drin ist, und die bestimmte Menge wird irgendwann so groß, dass 6% davon 90 Liter sind, dann wird pro Minute das Gleiche reinfließen, was pro Minute rausfließt. Und das heißt, es wird sich einem bestimmten Wert annähern und dann nie drüber gehen. Richtig, das heißt, wir haben so eine Art Schranke. Das heißt, wir wissen, es handelt sich hier um beschränktes Wachstum. Gut, das heißt, die Funktionsgleichung wird auf jeden Fall diese Form hier haben. S minus C mal E hoch KT, unsere normale Formel fürs beschränkte Wachstum. Und das C war ja gerade definiert als Schranke minus F von 0. Jetzt überlegen wir mal, was von all diesen Werten hier drin haben wir denn schon? Ja, das Problem ist, die Schranke S haben wir eigentlich gar nicht. Wir wissen zwar, jetzt gibt sie, aber wir wissen nicht den Wert. F0 haben wir. Das ist nämlich, wenn es am Anfang nicht verunreinigt war, ist F0 einfach 0. Genau, das Becken ist leer. Aber unser K, die Wachstumskonstante, die haben wir auch nicht. Nee. Wir haben noch einen anderen Zusammenhang, der hier drin steckt. Und zwar, es wird ja was darüber gesagt, wie sich der aktuelle Bestand ändert, also die Menge an Abwasser im Becken. Ah, die momentane Abbaurate. Wir haben immer mit der momentanen Änderungsrate viel gerechnet, also mit F' von x. Ich glaube, die können wir hier auch aufstellen. Nämlich, fangen wir mal an, 6% von dem, was da ist, fließt raus. Also minus 6%, also 0,06, mal von dem, was da ist, f von x. War das alles? Und gleichzeitig kommen aber 90 Liter pro Minute rein, also plus 90. Und mit Hilfe dieser Änderungsrate, dieser momentanen Änderungsrate, können wir gleich unsere Schranke S und unser K bestimmen. Denn was wir hier unten haben, ist ein Zusammenhang zwischen F' von x und f von x. Und genau solche Zusammenhänge nennt man Differentialgleichungen. Differentialgleichungen sind also immer Zusammenhänge zwischen der Ableitungsfunktion und der Funktion. Und das schauen wir uns jetzt erstmal etwas allgemeiner an. So, hier haben wir nochmal einen Überblick unserer beiden Wachstumsformeln fürs exponentielle und fürs beschränkte Wachstum. So, und was waren jetzt nochmal Differentialgleichungen? Differentialgleichungen liefern einen Zusammenhang zwischen f' und f. Das heißt, wir brauchen f'. Gut, dann würde ich mal sagen, ihr bestimmt das allererstes Mal f' von beiden Funktionen und wir sehen uns dann wieder in 3, 2, 1. So, hier sind die beiden Lösungen. Jeweils wurde die Kettenregel benutzt. Hier der Faktor f von 0 bleibt stehen. Das k kommt sozusagen durch die Kettenregel nach unten als Faktor. Und e hoch kx bleibt stehen. Drüben ganz genauso. Das k kommt als Faktor nach vorne. Das c bleibt stehen. Und e hoch kx bleibt unverändert. Und das s hier fällt weg. Das hat ja kein x mehr dabei. Das ist eine Konstante. Also ist es weg. So, ja gut, jetzt haben wir die beiden Ableitungen, aber wir wollten ja eigentlich einen Zusammenhang zwischen f' von x und f von x und f von x taucht hier nicht drin auf. Doch, das ist ganz einfach. Schreiben Sie mal dieses k nach vorne. Okay, das steht k mal f von 0 mal
e hoch kx. Ah, da sehe ich was. F von 0 mal e hoch kx. Das ist ja gerade f von x. Okay, das heißt, wir haben da stehen f' von x ist gleich k mal f von x. Und das ist unser Zusammenhang zwischen f' von x und f von x. Okay, ich schreibe es ja nochmal dazu, dass man es deutlicher sieht. So, drüben Okay. ist es aber nicht mehr so einfach. Ja, das stimmt. Drüben ist es nicht mehr so einfach, aber ich habe eine Idee, wie man trotzdem drauf kommen kann. Okay. Ich gebe mal einen Tipp. Die obere Gleichung Also die hier. multiplizieren Sie die mal komplett durch mit k. Okay, dann haben wir auf der linken Seite stehen k mal f von x. Genau. Und auf der rechten Seite haben wir k mal s sowie minus c mal k mal e hoch kx. Und? Fällt Ihnen was auf? Ja, der ganze hintere Teil hier entspricht unserem f' von x. Wir können also jetzt schreiben, k mal f von x ist nichts anderes als k mal s plus f' von x. Wieso jetzt plus? Da war doch eben gerade noch ein Minus. Aber beim f' von x steht ja das Minus schon und plus mal Ah, minus gibt deswegen minus. plus mal Minus, dann hätten wir das Minus, das hier steht. Genau. Okay. Und jetzt brauchen wir diese Gleichung nur noch nach f' von x auflösen. Das könnt ihr auch mal machen. Probiert es mal. Die Lösung gibt es in 3, 2, 1. Okay, bis dahin solltet ihr es haben. Und im Prinzip ist das auch schon eine Differentialgleichung. Wir haben f' von x in Abhängigkeit von f von x. Aber um es ein klein bisschen noch weiter zu vereinfachen, klammern wir noch k aus, sodass wir als endgültige Differentialgleichung haben, f' von x ist k mal. Und dann steht eigentlich minus s plus f von x da. Das drehen wir einfach um. Da steht f von x minus s. Okay, das heißt, wir haben jetzt sowohl für das exponentielle Wachstum eine Differentialgleichung und für das beschränkte Wachstum eine Differentialgleichung. Was sagen denn diese beiden Gleichungen eigentlich aus? Also, beim exponentiellen Wachstum, da heißt es, dass die momentane Änderungsrate f' von x proportional ist zum Bestand f von x. Kurz gesagt, je mehr da ist, desto mehr wächst die Funktion. Am Graphen vorgestellt, klar, am Anfang, da ist wenig da, da wächst die Funktion langsam. Und später, wo viel da ist, wächst die Funktion auch immer schneller. Das passt zu dem, was hier steht. Und beim beschränkten Wachstum? Gut, hier ist die momentane Änderungsrate f' von x proportional zu f von x minus s. Also ist sie es proportional zu dem, was noch fehlt, sozusagen. Schauen wir uns das auch mal am Graphen an. Wir haben jetzt hier keine beschränkte Zunahme, sondern beschränkte Abnahme. Das geht aber ganz genauso. F von x minus s, das wäre immer gerade der Wert hier minus die Schranke hier unten, also das, was noch fehlt. Und wenn es dazu proportional ist, bedeutet es, hier hat das einen großen Wert, es fällt stark. Hier hat es einen kleinen Wert, es fällt schwach. Also ist die Änderung proportional zu dem, was fehlt. Gut, bevor wir schauen, was uns das Ganze bei dieser Kackaufgabe bringt, schreiben wir es noch erstmal allgemein auf. Wir merken uns also, exponentielles bzw. beschränktes Wachstum kann man durch Differentialgleichungen beschreiben. Beim exponentiellen Wachstum lautet die Differentialgleichung f' von x ist k mal f von x. Und diese Gleichung hat als Lösung die Gleichung, die wir schon kennen. Nämlich f von x ist f0 mal e hoch Gut, kx. was können wir uns als Lösung vorstellen? Ja, das ist einfach die Funktion, die ich hier oben und hier einsetzen muss, damit die Gleichung stimmt. Überlegen wir es uns mal. F von x hier eingesetzt wäre k mal f0 mal e hoch kx. Und f' von x wäre die Ableitung hiervon. f0 bleibt, k kommt als Faktor vor, dann hätten wir k mal f von 0 mal e hoch kx, das bleibt ja auch, sodass hier links das gleiche stehen würde wie rechts. Und damit wäre die Gleichung gelöst. Wem das ein bisschen zu schnell ging, das kann gut sein, nehmt euch ein Notizblatt und probiert mal das hier, hier und hier einzusetzen. Ihr werdet sehen, da kommt das Gleiche raus. Gut, beim beschränkten Wachstum haben wir auch eine Differentialgleichung gefunden. Die ist f' von x ist k mal, Klammer auf, f von x minus s, Klammer zu. Bitte wundert euch nicht, wenn im Buch oder manchen Formelsammlungen die ein bisschen anders aussieht. Mit der hier seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite, die funktioniert. Und diese Gleichung hat als Lösung die bekannte Gleichung f von x ist s minus c mal e hoch kx. Könnt ihr, wenn ihr wollt, auch auf dem Notizblatt mal probieren, die hier da einsetzen und da, und ihr werdet sehen, es kommt das Gleiche raus. Das heißt, die Gleichungen, die wir bisher benutzt haben für unsere Wachstumsprobleme, nämlich die hier für das Exponentielle und die hier für das Beschränkte,
die sind weiterhin gültig. Die sind jetzt einfach nur Lösungen dieser beiden neuen Zusammenhänge, die wir Differentialgleichungen nennen. So, hier ist also wieder unsere schöne Aufgabe vom Anfang. Und wir waren ja so weit, dass wir gesagt haben, okay, wir wissen, es ist beschränktes Wachstum. Mhm. Haben wir schon die Wachstumsgleichung in allgemeinen Form hingeschrieben? Genau, auch mit C schon. Wir wissen auch schon, F0 ist 0. Aber viel weiter waren wir noch nicht. Ah, halt, wir hatten schon die Differentialgleichung. Genau. Jetzt haben wir ein bisschen das Problem. Wir haben gerade eben gesagt, die Differentialgleichung für beschränktes Wachstum sieht so aus. Wenn wir die hätten, könnten wir ja K und S ablesen. Das Problem ist, unsere Differentialgleichung, die wir haben, ist nicht gerade in dieser Form hier. Ist aber ganz einfach. Wir müssen einfach das, was vor dem f von x steht, ausklammern. In unserem Fall minus 0,06. Machen Sie das mal. Mhm. Also ist gleich minus 0,06 mal Klammer auf f von x. Das muss man überlegen. Naja, 90 geteilt durch minus 0,06. Ich habe das schon berechnet. Das ist minus 1500. Soll ich das glauben? Ja, das stimmt. Ich glaube es einfach mal. Okay, überlegen wir mal zurück. Minus 0,06 mal f von x wäre minus 0,06 f von x. Und minus 0,06 mal minus 1500, minus mal minus gibt plus. Und 0,06 mal 1500, ja, gibt 90. Gut. Und jetzt sehen wir eine Ähnlichkeit zwischen der Differentialgleichung hier und unserer allgemeinen Differentialgleichung. Und zwar können wir hier direkt das k und unsere Schranke s ablesen. Tatsächlich. K wäre demnach nämlich nichts anderes als die minus 0,06. Richtig. Und unsere Schranke ist einfach 1500. Das heißt, Sie können beruhigt sein, es kann nie mehr als 1500 Liter Kacke in dem Klärbecken drin sein. Das beruhigt mich ungemein. Das heißt, damit lautet unsere Wachstumsgleichung, die hier oben gefragt war, f von x ist gleich 1500 minus C ist ja die Schranke minus F0. F0 war 0, also minus 1500. Mal E hoch minus 0,06 mal X. Gut, ihr seht also, durch diese Differentialgleichung, die am Anfang ein bisschen schwierig geklungen haben, konnten wir jetzt so eine Wachstumsgleichung relativ schnell aufstellen. Gut, weitere Übungen dazu machen wir wie immer im Unterricht. Bis dann, ciao. Tschüss.